Johanniskräuter sind nicht ganz einfach voneinander zu unterscheiden. Nehmen wir nur mal das echte Johanniskraut oder Tüpfeljohanniskraut, wie man es auch nennt, und das gefleckte Johanniskraut, eine sehr ähnliche Art. Beide Pflanzen haben am Blattrand und auf den Blättern mehr oder weniger schwarze Drüsen. Beim gefleckten sind es weniger als beim echten Johanniskraut. Diese Flecken sind im Grunde kleine Behälter, die eine Flüssigkeit aus ätherischem Öl und Harz enthalten. Die Blüten des gefleckten Johanniskrautes sind schwarz gefleckt, aber die Blüten des echten Johanniskrautes haben auch Flecken. Allerdings hat das gefleckte Johanniskraut mehr Flecken. Aber so ist es schwer, beide Arten zu unterscheiden. Das sind alles subjektive Erkennungsmerkmale. Tja, was nun? Drei Erkennungsmerkmale für das echte Johanniskraut will ich euch zeigen. Der Stängel des echten Johanniskrautes ist zweikantig, eher eine Seltenheit im Pflanzenreich, der Stängel des gefleckten vierkantig, allerdings manchmal nur oberhalb. Hier hilft es manchmal, den Stängel mit den Fingern zu erfühlen. Eine Seite des Blütenblattes, des Kronblattes beim echten Johanniskraut, ist gezähnt und die Kronblätter sind unsymmetrisch geformt. Zerreibt man Johanniskrautblüten mit den Fingern, färben sich diese durch das ätherische Öl rot. Das gilt mehr oder weniger für jedes Johanniskraut. Das echte Johanniskraut wird bis zu 60 cm hoch und blüht von Juni bis September. Da die Pflanzen ihre Hauptblüte am Johannistag haben, jedenfalls so ungefähr, das ist der 24. Juni, erhielt sie ihren Namen. Man könnte das Johanniskraut auch als Kraut der Sonnenwende bezeichnen. Das echte Johanniskraut wird auch mit Hartheu oder Tüpfelhartheu bezeichnet. Der Name Hartheu bezieht sich auf die harten Stängel der Pflanze, die schlechtes Heu geben. Der botanische Name ist Hypericum perforatum. Der Gattungsname Hypericum stammt aus dem Griechischen. Das griechische Wort Hyper bedeutet groß, Ereike heißt Heidekraut. Die Bedeutung ist, dass Hypericum zwischen dem Heidekraut wächst und sich darüber erhebt. Der Artname Perforatum steht in Bezugnahme auf die scheinbar perforierten Blätter. Das echte Johanniskraut bevorzugt trockenere Standorte, das gefleckte eher feuchte. Johanniskraut enthält unter anderem Hypericin, ätherisches Öl und Gerbstoffe. Für den Menschen ist die Pflanze ungiftig, für Tiere nicht unbedingt. Der Wirkstoff Hypericin bewirkt bei hellen Tieren wie Pferden, Rindern, Kühen und Schafen, die anschließend dem Licht ausgesetzt sind, Photosensibilisierung, entzündliche Rötung der Haut und Geschwüre. Im Lehrbuch der biologischen Heilmittel von Maddaus steht zu lesen, dass weißen Schafen, nachdem sie die Art Hypericum crispum gefressen hatten, die Wolle ausfiel. Den schwarzen Schafen, die die gleiche Pflanze fraßen, passierte nichts. Ein Wort zu Gerhard Maddaus. Gerhard Maddaus war der Sohn einer Heilpraktikerin und er lebte von 1890 bis 1942. 1919 gründete er mit seinen zwei Brüdern das Pharmaunternehmen Maddaus, das sich auf pflanzliche Arzneimittel spezialisierte. Gerhard Maddaus verfasste ein umfangreiches, dreibändiges Werk mit über 2800 Seiten über Arzneipflanzen, was 1938 veröffentlicht wurde. Im gleichen Jahr führte er das Echinazin ein Immunstärkungsmittel gewonnen aus dem roten Sonnenhut. Kennt ihr sicherlich. Die Firma Maddaus gibt es in ihrer damaligen Form heute nicht mehr, da sie 2007 verkauft wurde. Die Firma heißt jetzt heute Rotem Maddaus. Johanniskraut gilt als pflanzliches Antidepressivum. Die Pflanze wirkt stimmungsaufhellend und beruhigend und wird gerne in den Wechseljahren eingesetzt. Maddaus nennt das Johanniskraut Arnika der Nerven. Die Wirkung, wenn man jetzt zum Beispiel Kapseln zu sich nimmt, setzt aber nach frühestens 4 Wochen ein. Auch Bettnässen kann mit der Pflanze behandelt werden. Johanniskrautöl wirkt gut bei Rheuma und Hexenschuss, fördert die Wundheilung, wirkt schmerzlindernd bei Verstauchungen, bei Blutergüssen und Gürtelrose. Man nutzt die Pflanze weiterhin bei Schlaflosigkeit und Menstruationsbeschwerden. Bei Tee- und Ölkuren sollte pralles Sonnenlicht gemieden werden. Der Arzt und Philosoph Paracelsus, lebte im 16. Jahrhundert, schreibt zum Johanniskraut, Zitat, seine Tugend kann gar nicht beschrieben werden, wie groß sie eigentlich ist und gemacht werden kann. Es ist nicht möglich, dass eine bessere Arznei für Wunden in allen Ländern gefunden wird. In den alten Kräuterbüchern wird das Johanniskraut lobend erwähnt. So schreibt der Arzt und Apotheker Tabernae Montanus, der lebte von 1520 bis 1590, Zitat, dies Wasser ist gut und heilet alle innerliche und äußerliche Wunden, davon morgens und abends getrunken, damit gewaschen
und das Wasser äußerlich aufgeschlagen. Das Wasser mit Päonienwasser, Pfingstrose, getrunken, alle Tag zwei oder drei Mal, jedes Mal zwei oder drei Lot, ist gut für die Fallenzucht und den Schlag. Das Wasser mit rotem Wein vermischt und davon getrunken, stopfe die Bauchflüss und rote Ruhr. Eine große Rolle spielte das Johanniskraut im Volksglauben. So nutzte man die Pflanze gegen Zauberei und Anfechtungen des Teufels. Wollte man seinen Käse von Würmern schützen, legte man das Johanniskraut daneben. Einige Johanniskrautarten möchte ich euch hier noch vorstellen. Da hätten wir hier zum einen das quirlblättrige Johanniskraut. Das heißt deshalb so, weil die Blätter quirlförmig um den Stängel herum gruppiert sind. Und es wächst vorwiegend in den Alpen. Einen behaarten Stängel hat das behaarte Johanniskraut. Das kommt ziemlich zerstreut vor. Es fehlt in den Mittelgebirgen. Man findet es aber im Alpenvorland und in den Zentralalpen. Das niederliegende Johanniskraut fehlt im Tiefland. Man findet es in Mittelgebirgen, im Alpenvorland und in den Zentralalpen. Selten ist auch das schöne Johanniskraut, was ebenfalls im Tiefland fehlt, vereinzelt aber in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland sowie in den Alpen vorkommt. Johanniskraut kann aber auch als Strauch wachsen. Und zwar handelt es sich dabei um das Blutjohanniskraut oder Mannsblut. Diese Pflanze wächst bei uns in Gärten und kommt ursprünglich aus Südeuropa und Kleinasien. Blutjohanniskraut heißt sie deshalb, weil die schwarzen Beeren einen Saft enthalten, der wie Blut aussieht. Bedingt durch die Trockenlegung von Mooren ist das Sumpfjohanniskraut ziemlich selten geworden. In Deutschland findet man die Pflanze nur im äußersten Westen und Nordwesten, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.